Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einer Folge World of Warcraft. Und heute machen wir was ganz... Cedric, what the hell? Woher kommst denn du? Ich komme aus der Zukunft. Und weißt du, was das bedeutet? Stichwort du Zukunft. Meinem Dach. Du bist von ja, meinem Dach, nein, Cedric. Ja, nee, bin ich nicht. Ich bin mit meinem Hyperwarp aus der Hyperzug gesprungen. Aber auf jeden Fall, Jason, es gibt etwas sehr, sehr Wichtiges. Erinnerst du dich noch was an die letzte Horrorfolge, die wir gemacht haben? Ich auch nicht. Auf jeden Fall... Nein, ich weiß es nämlich gar nicht. Das ist die... Nee, doch. Nee, Moment. Habe ich... Moment. Ach, egal. Auf jeden Fall, Zeitreisen macht sehr dumm. Ich habe mir eine sehr, sehr besondere Wohnung besorgt. Und zwar... Was hast du denn besorgt? Die in der Zukunft hergestellt wurde, Jason. In der Zukunft? Was genau meinst du denn damit? Die Zukunft! Ich habe zwar immer gesagt, dass ich Horrorfolgen und sowas nicht so mag. Irgendwie bin ich jetzt das letzte Mal auf den Geschmack gekommen. Beziehungsweise in Zukunft, Cedric macht das so. Deswegen folge mir jetzt auf jeden Fall und wir fahren jetzt hin, okay? Okay. Fahr einfach du, weil ich kann nicht fahren. Ich habe mein Auto irgendwo vergessen. Alles klar, auf jeden Fall, Leute. Das heißt, wir fahren jetzt zu einem Horrorhaus oder was? Nein, zu der Horrorwohnung. Und zwar in der Zukunft. Die Zukunft! Okay, aber wo ist diese Wohnung denn, Cedric? Jetzt einmal noch nach rechts abbiegen und dich nicht von diesem komischen Bus überfahren lassen. Okay. Und dann müssen wir nach links abbiegen. Stopp! Stehen bleiben! Wir sind doch schon... Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein und klauen uns ein bisschen Doritos, Schmidos, Midos, Chipperinos. So, beim letzten Mal, Cedric, beim letzten Mal in der Folge, wo wir Detektive waren, da hat jeder geschrieben, dass du schuldig bist. Ich bin nicht... Guck, der Typ, der den Chips geklaut hat, der hatte eine Sonnenbrille. Habe ich eine Sonnenbrille? Nein, gewesen. Jetzt hat er jetzt keine Sonnenbrille mehr an und sagt, okay, egal. Zeig mir, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wir müssen auf jeden Fall... Stopp! Okay. Ja, ich will doch nur in die Wohnung rein. Was ist denn los? Okay, Cedric, hier ist irgendein komischer Polizist oder so. Ist das ein Polizist? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß auch nicht, wieso. Was sucht die Jungs denn hier zur späten Stunde? Oh. Wir haben uns diese schöne Wohnung da oben angesehen und wir wollten die vielleicht ganz kurz... Ja. Also Cedric, du hast doch gesagt, du hast die Wohnung schon gemietet oder sowas, oder nicht? Vielleicht habe ich das vergessen, aber es ist auch nicht so wichtig. Also ich bin ganz ehrlich, Jay. Was? Das würde ich nicht raten. Warum? Lol. Das Erlebnis wurde mit demselben Konto auf einem anderen Gerät gestartet. Was? Stell dir mal vor, jemand hat einfach Jasons Account gehackt, Alter. Also, der stand wirklich jetzt for real. Ich schwöre auf alles. Sieht man sogar in der Aufnahme. Verarscht uns Rätsicht. Nein, ich schwöre auf alles. Lass die Folge mal fertig machen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie... Okay, ich habe jetzt mein Passwort geändert, von allen anderen Sitzungen abgemeldet und Identifizierungsdienst angemacht. Wir wissen, dass diese... Warum sind denn die eigentlich so komisch ausgegangen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, das sieht wirklich voll komisch aus. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was das für ein komisches Gesicht ist. Hier hat ein Bankräuber davor gewohnt. Ein Bankräuber? Oh, das wusste ich gar nicht. Bankräuber? Alter, ich habe keine Angst, Alter. Wer hat denn Angst vor einem Bankräuber, Junge? Wenn es nur das ist, dann... Ja, wollte ich gerade sagen, ganz ehrlich, YOLO. Einfach diesen dummen Polizisten. Okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Wohnung hier, dieses Penthouse. Und guck dir das an. Ja, guck, da steht sogar mein Name. Also siehst du, das hab ich auf jeden Fall gemietet, Alter. Ja, also okay. Alter, gib dir das, Alter. Alter, das sieht ja voll gut aus. Yo, der ist richtig, richtig krass future-mäßig und so ein Shit. Ja, das stimmt. What the hell? Leute, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, wo wir das Apartment unten drunter hatten, oder die Wohnung, dann schaut es dir unbedingt an, die ist einfach irgendwo... Verdammt, Jason, du hast mich ausgelockt. Der Prank funktioniert nicht mehr. Welcher Prank? Ich wollte die ganze Zeit... Ich bin am Handy gerade mit deinem Account eingeloggt. Ach so. Und ich wollte die ganze Zeit während der Aufnahme jetzt random in andere Lobbys reingehen, sodass du disconnected wirst. Also ich glaube, du hast es aber auch gar nicht damit gerechnet, oder? Nee, nee. Also Leute, wisst ihr, das war jetzt mein Rückprank an Jason. So. Wofür? Was habe ich gemacht? Ja, der hat dich... Für die Folge, die du gemacht hast, in Hide and Seek. Oh mein Gott, Alter. Weißt du, was ist die Folge, weil du noch nicht gesehen hast, wo ich Cedric in Hide and Seek geprankt habe, die ist auch oben rechts einfach mal hier irgendwo verlinkt. War ein guter Versuch, aber ich würde sagen, der Prank ist schon fehlgeschlagen. Nein, ist er nicht. Das erste hat funktioniert. Du hast es geglaubt. Okay, stimmt. Leute, ja, falls ihr wisst, wie ich Cedric zurückpranken soll, dann schreibt mir irgendeinen Tipp in die Kommentare, weil ich werde es definitiv tun. Ich werde sie alle lesen, Mann, Alter. Okay, dann würde ich sagen, Jason, machen wir auf jeden Fall Was ist jetzt hier los hier? Ich weiß es nicht. Also dieses Haus sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool aus. Ja, das stimmt. Aber guck mal hier oben.
Alter, Jason Kubrick. Alter, yo! Ist aber LOL, was? Was mit Aquarium, Junge? Ich bin Fisch. Was? What the auf jeden Fall, hey, Fisch? What the Fisch? Oh, aber ich bin, auf jeden Fall mega ich, bin, cool. Ich bin aus dem Pool gefallen und bin jetzt vor der Tür. Oh, oh. Der rollt die Treppen hoch, Cedric. Er rollt sie hoch. Cedric. Was? Er rollt die Treppen hoch? Er ist jetzt deine Wohnung raufgerollt. Jetzt steht er hier. Ja. Oh, lol. Hey, hallo. Was macht ihr in meiner Wohnung? Okay, ich glaube nicht, dass es so gut ist. Cedric, wir haben gerade Sprachen lernen, Bubble. Wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Ja, wir haben die Jason. Ja, Jason, was ist los? Jason. Ich habe mein Lieblingsbild gefunden. Oh, ist es blanc? Oder? Es ist blanc. Das ist blanc aus der letzten Folge. Oh, ja, sogar zweimal. Was? Habt ihr einen Spiegel? Ein Spiegel? Nein. Ein Spiegel? Ja, hier Spiegel haben wir einen Spiegel. Ach, hier, in dem Badezimmer. Warum habe ich ihm eigentlich gesagt, dass wir einen Spiegel haben? Cedric, warum ist hier überhaupt abgesperrt? Ich will es gar nicht wissen. Das habe ich gar nicht gemacht, Alter. Egal, Cedric, auf jeden Fall sagt mir, das hier soll jetzt ein Horrorhaus sein. Was ist das jetzt? Ja, irgendwie sowas soll es sein. Auf jeden Fall. Ja, hier hat man Bankräuber gewohnt, aber ich glaube, vielleicht kannst du... Oh, Alter, was? Oh, mein Gott. Oh, ich hab voll lange gebraucht, um das zu realisieren. Ich auch. Dachte so, hä, warum brüllt der? Angeblich soll der Typ die Beute hinter dem Spiegel wahrscheinlich. Haben. Oh. Aber hinter dem Spiegel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Heilige, ich hab jetzt Feierabend. Tschüss, tschüss, er ist aus dem Balkon runtergesprungen. Alles klar. Alles klar, was war denn das? Aber sowas von, Junge, das war richtig gruselig. Also, okay. Erst war dieser Geist da draußen und dann auf einmal dieser Typ hinterm Spiegel. Glaubst du, er ist immer noch da? Lass mal nachschauen. Okay, aber ganz kurz. Vielleicht du bist. Wer stört mich? Niemand, der Polizist. Der Polizist, genau, der Joe. Und in meiner Roblox-Gruppe gibt es jetzt das grüne Mayo-Shirt zu kaufen. Und das rote, das blaue und das pinke. Jawohl, Leute, es gibt jetzt Mayo-Shirts, die man sich jetzt auch holen kann in Roblox. Ich persönlich finde es nice. Wo ist der Killer hin? Ich glaube, der stand gerade hier. Was ist passiert? Oh, wir hätten zu viel Werbung gemacht, Cedric. Wir hätten keine Werbung machen sollen. Cedric, er ist, glaube ich, weg. Glaubst du, er ist hinter? Er ist im Spiegel. Das ist wahrscheinlich die Beute. Die Beute, Jason. Das ist die Beute. Wollen wir die mitnehmen? Dann haben wir eigentlich versprochen, dass wir sie nicht mit. Aber YOLO. Oh mein Gott! Okay. Ja, Jason, wir haben das Geld wieder drin. Wir haben Chipperinos. Willst du jetzt wirklich abhauen? Nein, ich will aber wissen. Theoretisch. Wer fasst meine Beute an? Niemand hat deine Beute gegessen. Nee, wir haben Chipperinos gegessen. Kein Problem. Genau. Damals vor 1,8 Tagen. Ey, das ist deine Like-Anzahl, Cedric. Ich glaube. Ja, genau. Und deine Grammatik vor 1,8 Tagen. Okay, Cedric, auf jeden Fall, komm mal mit. Ich habe eine Idee. Komm, schnell, bevor er uns sieht. Was denn? Oh mein Gott. Alter, du bist einfach so genial, Jason. Ich weiß, du bist so genial. Jetzt warten wir hier, er kommt jetzt hoch und dann gehen wir wieder runter. Komm. Okay. Also, so, komm runter. Das war keine gute Idee. Aber dann wurde ich überfahren. Was, überfahren? An? Okay, Sadie, komm. Mach die Tür zu. Ich bin dabei. Nein! Okay, eine Tür schon mal zu, okay? Von euch. Du wurdest niemals von uns überfahren. In welcher Folge wurdest du denn von irgendjemandem von uns überfahren? Von uns wurdest du überfahren? Ich hab noch niemanden überfahren. Oh, Cedric, weißt du noch den Typen, den du überfahren hast beim Luca Horrorhaus? Oh. Ich glaube, das war der Typ. Glaubst du? Wait a minute. Aber eine Bank überfallen? Das sah mir nicht so aus, als würde er eine Bank überfallen wollen. Jetzt endlich kriege ich meine Rache. Warte, du kriegst überhaupt nichts. Du kriegst gar nichts. Cedric, komm, wir gehen raus. Warte, die Tür ist zu. Der Geist ist wieder da. Das ist dieser komische Geist, Alter. Okay, ja, der Geist steht jetzt auch noch vor der Tür. Cedric, wie kommen wir jetzt hier raus? Wir werden nie wieder herauskommen. Leute, ich glaube, wir können gar keine weitere Horrorfolge mehr machen. Wieder weg. Oder siehst du ihn irgendwo? Nee. Die Tür geht wieder auf. Ja, aber warte mal, wieso ist der denn weggegangen? Er ist hinter uns, Jason, er ist hinter uns. Komm, lass einfach gehen. Klaus dein Auto. Ja, lass dein Auto klauen. Cedric, fahr. Was machen wir jetzt, Cedric? Wir müssen irgendwas machen. Wir brauchen ein neues Auto. Cedric, komm schnell in die Schule. Wir werden einfach. Wir schon ein Auto finden. Okay, wir verstecken uns einfach in der Schule, okay? Komm mal her. Oh, okay, Cedric, wir haben ein großes Problem. Wir machen. Komm mal mit. Ja, was ist los? Cedric? Ah, das ist der Geist! Cedric, komm! Cedric! Wo ist der Geist? Da ist der Geist! Oh mein Gott! Gesehen. Okay, Geist. Cedric. Junge, einfach der Geist! Okay, Fahr! Oh, er kommt! Dachte, du sitzt am Steuer! Komm, let's go, fahr einfach! Vollgas! Ich fahr einfach! Cedric, wo sind Sie los? Nimm bitte den großen Umweg zu meinem Haus, weil sonst... Ich weiß gar nicht, wo das Haus ist, egal! Egal, okay, Leute! Ich werde mich jetzt für den Rest meines Lebens in einer dunklen Höhle verstecken, der wo keine Geister jemals mich finden! Leute, wollen wir mal 24 Stunden in diesem komischen Haus machen? Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir das
das Ganze in die Kommentare. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Prank war richtig krass, Junge. Der Prank, der war richtig kacke. Bei 7,34 was Likes kommt die nächste Folge. Also würde ich sagen, das war's für das Video. Haut rein, schaut bei Sally vorbei. Tschüss. Oh, ciao. Kauf mein Shirt.